Es geht um die Bambi-Verleihung gestern. Habt ihr mitbekommen, dass Bushido ja, was haltet ihr denn davon, dass er das gewonnen hat? Ich weiß es nicht. Also natürlich hat er mal Songs geschrieben, über, wo er Schwule kritisiert hat, Frauen kritisiert hat. Ist natürlich nicht gerade ein Vorbild. Ich denke, das ist ja nur Musik. Die meinen das, glaube ich, doch nicht ernst. Es sind doch nur Spielereien mit den Texten. Ich glaube nicht, dass er das ernst meint. Du glaubst nicht, dass er wirklich so denkt? Jeder Mensch kann sein, wie er will. Ich hätte ihn jetzt Bushido auch nicht unbedingt gegeben. Halt wegen der Vergangenheit, kann sein, dass er sich gebessert hat. Aber weiß nicht, ist jetzt für mich nicht die große Vorbildfigur. So. Doch, ich meine, der kann auf jeden Fall was auswirken, gerade in Jugendlichen. Also ich meine, viele hören es und so. Und er ist so, ja, alle werden dann halt auch Schwulenhasser und so weiter und so fort. Und wenn er es jetzt umdreht, dann dreht er vielleicht auch einfach viele von seinen Fans um. Also von daher ist es vielleicht gut, auch so einem jungen Typen deutschen Rapper sowas zu geben, weil dann sehen halt eben auch die jungen Menschen, okay, vielleicht ist es was Gutes, ja. Ja, also ich finde es nicht gerechtfertigt, weil es gibt andere Leute, die viel mehr für Integration tun als er jetzt. Vielleicht haben sie es extra auch für ihn so ein bisschen gemacht, also um ihn zu pushen, seinen guten Ansatz jetzt und so. Ob er jetzt wirklich einen Teil zur Integration geleistet hat, würde ich nicht sagen. Vielleicht hat er sich selber integriert oder Deutschland hat ihn integriert, würde ich sagen, weil er sich nicht gerade vorbildlich verhalten hat, aber trotzdem in Deutschland es geschafft hat, irgendwie durchzustarten. Deswegen würde ich es eher andersrum sehen. Ich meine, habt ihr euch schon mal mitgekriegt, dass er irgendwie sich eingesetzt hat? Ja, schon. Also es ist natürlich positiv, aber ich stehe da eher neutral gegenüber. Ich habe mal gesehen, dass er in eine Schule gegangen ist und hat da mit Kindern Unterricht gemacht. Das war ganz gut. Und er hat auch mit denen gerappt. Also. Findet ihr so einen Preis so wichtig? Hat er so viel Aussagekraft? Naja, der Bambi ist nicht unwichtig. Ich meine, wenn ein Justin Bieber da ist und Lady Gaga und so weiter, schon eine große Ehrung. Für ihn auch. Er meint ja auch, dass er sich geändert hat und alles und so weiter. Deswegen finde ich es auch nicht berechtigt, dass er den Preis bekommen hat. Wenn er seine moralischen Werte halt aufpoliert hat und das auch weiter transportiert an seine Fans, dann sehe ich da, dann habe ich nichts gegen, dass er irgendwie einen Preis verdient.